Medienmanipulation, unterschwellige Botschaften. Die gesamte Traumfabrik verbreitet MK-Ultra-Illuminaten-Propaganda. Bro, wir sind sowas von drin, Digga. Sie lassen ihre Kinder diese Disney-Filme schauen. Ich sage euch jetzt eine Sache, diese Filme sind böse. Bei Bernhard und Bianca einfach aufentspannt. Kurz reingehauen, damit die Bescheid wissen. Kinder verstehen das doch gar nicht. Nee, die verstehen das nicht. Das geht direkt in deren Unterbewusstsein rein. Mein Name ist Jeff Merrick. Ich bin Filmemacher. Und die Wahrheit ist, das Verbreiten unterschwelliger Botschaften ist real. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video, welches heißt Medienmanipulation. Unterschwellige Botschaften. Miese Schwurbelei. Definitiv Aluhut benötigt. Schön auf Seite fertig machen. Geht los. Und los. Commander, die neue Weltordnung kontrolliert die Unterhaltungsindustrie mit Mind-Control-Technologie. Die gesamte Traumfabrik verbreitet MK-Ultra-Illuminaten-Propaganda. Bro, wir sind sowas von drin, Digga. Habt ihr gemerkt, ne? Das ist jetzt wild, Bro. Illuminaten-Propaganda, sagt die. Hier sind einige Beispiele mit ihrer subliminalen Propaganda. Ich sage euch, was das Schlimmste am Fernsehen ist. Es ist die Programmierung, die Philosophie dahinter. Ich meine damit die Manipulation eures Gehirns bzw. eurer Gedanken. Die Philosophie, die Mentalität, das System des Denkens, die Ideologie dahinter. Das ist es, was hinter Fernsehen steckt, was nicht in Ordnung ist. Das ist... 666, Bro. Was wirklich in eure Köpfe gebracht wird, was in euren Köpfen gewollt ist. Nehmen wir zum Beispiel Walt Disney. Viele Menschen, die sich gegen Fernsehen auflehnen. Haben die einfach den vom Minimaus den Körper zu einem Schwanz gemacht, ne? Das ist schon krass, ja. Gegen sämtliche Filme und vor allem gegen Hollywood. Diese Menschen sagen, dass all das schlecht ist. Es ist offensichtlich schlecht. Aber dann sagen sie, wir schauen Disney-Filme. Und ich war bei diesen Menschen, bei Christen, die niemals fern... Disney ist crazy, Bro. Und das musst du dir überlegen, das ziehen sich die Kids rein, weißt du? Das ist auch krass. Ich weiß auch nicht, wenn ich Kinder kriegen würde. Wir haben uns ja alle Disney-Filme reingezogen, ne? Das ist halt immer die Frage so. Ich will schon, dass meine Kinder eigentlich die gleichen Filme sehen, mit denen ich aufgewachsen bin, so. Aber diese subliminalen Botschaften lösen halt was aus, ob du es glaubst oder nicht. Aber wenn du Fernsehen guckst, ist dein Gehirn im Alpha-Wave-Zustand und diese... Botschaften und Bilder und diese Sachen, die darüber gegeben werden, gehen in dein Unterbewusstsein rein und haben einen Effekt auf dich, langfristig gesehen. Sehen oder Filme schauen würden. Aber genau diejenigen haben ein ganzes Sortiment an Walt Disney-Filmen zu Hause. Ihr kennt doch diese weißen Kunststoffhüllen, die der Videokassetten. Sie haben sie alle fein nebeneinander aufgereiht und sie besitzen Tonnen davon. Ich habe keine Ahnung, wie viele es sind, aber ich schätze, über 100 müssen es sein. Und sie alle sind ordentlich nebeneinander aufgereiht und das Schlimmste... So krass, was sie da einblenden. Das ist heftig, Bro. Bei Bernhard und Bianca einfach aufentspannt. So. Papp. Kurz reingehauen, damit die Bescheid wissen. Kinder verstehen das doch gar nicht. Nee, die verstehen das nicht. Das geht direkt in deren Unterbewusstsein rein, ins Gehirn. Bro, das ist mit ein Grund, warum wir so eine übersexualisierte Gesellschaft haben, weil wir als Kinder diese ganze Scheiße uns reingezogen haben und subliminal schon die ganzen Pornobilder im Kopf hatten. Denkst du nicht? Ist aber so. Sie lassen ihre Kinder diese Disney-Filme schauen. Ich sage euch jetzt eine Sache. Diese Filme sind böse. Die Menschen sagen, was? Disney-Filme? Komm schon, du bist verrückt. Nun gut. Oh. Lasst uns alles etwas genauer betrachten. Zunächst als erstes, wusstet ihr, dass Disney-Filme unterschwellige Botschaften enthalten? Da sind wir wieder bei den Fingern, Digi. Unterschwellige Botschaften. Also, worüber wir heute Abend reden, Zauberei. Worüber wir jetzt reden, wie man sich in eure Gedanken einschleicht und mit euch kommuniziert, wie euer Denkprozess kontrolliert wird. Das können sich die meisten Leute gar nicht vorstellen, dass es wirklich möglich ist, durch gewisse subliminale Botschaften deine Gedanken zu beeinflussen. So. Die Leute denken sich, hä, der eine sagt, das sind doch Kinder und so, die kriegen das doch gar nicht mit. Und du selber merkst es auch nicht, wenn du deine tägliche Serie dir reinziehst oder dein Fernsehen guckst oder was auch immer du dir reinziehst, so. Das passiert unterbewusst. Das ist wie Magie quasi. Die gehen in deine Köpfe, die gehen in unsere Köpfe rein, steuern unsere Gedanken
Und, so, und das ist, hört sich wild an, aber das sind Fakten. Die meisten Menschen leben nicht mehr frei. Die meisten Menschen leben durch diese Programmierung, die die uns eingetrichtert haben. So. Selbst was du machst als Beruf, was du denkst, was deine Erfüllung sein wird, was du denkst, was du für eine Frau haben willst, diese ganzen Sachen sind einprogrammiert durch jahrelange Programmierung, Serien, Filme, Musik, Social Media, Bro. Ich merke das selber, ich bin aber so, ich bin auch manns genug, mir das selbst einzugestehen und da, also ich bin auch bewusst genug, um mir zu sagen, ey, ja krass, hat auch einen Effekt auf dich gehabt. So. Ich merke das, umso bewusster ich werde, umso mehr merke ich das. Ich übernatürliche oder dämonische Mittel. Nun, ich sage euch was, Disney-Filme sind gefüllt mit unterschwelligen Botschaften. Und ihr habt immer noch Hoffnungen, aber ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, als ich ein Jugendlicher war. In dieser Zeit hatte ich einen Freund, bei dem ich Disney-Filme schaute und der mich auf diese unterschwelligen Botschaften aufmerksam machte. Die sind voll mit unterschwelligen Botschaften. Lasst mich ein paar Beispiele aufzählen. Der König der Löwen. Krass, Bruder, hast du die zwei Tiddies gesehen hier gerade? Die sind voll mit unterschwelligen Botschaften. Crazy. Lasst mich ein paar Beispiele aufzählen. Der König der Löwen, angefüllt mit unterschwelligen Botschaften. In diesem Film ist pornografisches Material bzw. Bilder versteckt. Und dann hier, die Szene, als der Löwe auf den Boden stürzt und eine Staubwolke entsteht mit den Buchstaben des Wortes Sex. Und das Wort Sex wird in dem Film Der König der Löwen unterschwellig wortwörtlich. Warum macht man sowas? Und mal gezeigt bzw. dargestellt. Hunderte Male. Die Blätter der Bäume und des Dschungels, buchstäblich das Wort Sex. Und ich habe es selbst gesehen. Ich meine, ich war bei meinem Freund zu Besuch. Und wir haben den Film zwischendurch pausiert und er zeigte uns das Wort Sex. Noch ein Beispiel. Aladdin ist noch ein Beispiel. In dem Film Aladdin gibt es eine Szene, in der er, Aladdin, seiner Freundin Jasmin sagt, dass sie ihre Kleidung ausziehen soll. Aber auf den ersten Blick erscheint das harmlos. Wir nehmen das nicht wortwörtlich, wir nehmen das nicht vorrangig wahr. Doch hört man ganz genau hin, dann merkt man, wie er es leise und nur mit Atem murmelt. Leave me alone. So how's our little Bo doing? Hier ist es. Nochmal. So how's our little Bo doing? Hier ist es viel langsamer. What the fuck? Take off your clothes. Zieh deine Sachen aus. Und ich meine, wenn ihr erstmal wisst, dass es da ist, hört ihr es auch klar und deutlich. Aber wüsstet ihr nicht, dass es da ist, würdet ihr es auch nicht hören bzw. wahrnehmen. Aber ey, ich sag dir ehrlich, also bei ein paar Sachen, man kann halt auch überinterpretieren, ne? So ein bisschen. Also das ist ganz klar, das sehe ich auch. Also auch als Master-Schwurbler bin ich mir dessen bewusst, dass teilweise wahrscheinlich auch Sachen gefunden werden, die da gar nicht sind. Weil wer sucht, wird auch finden. Aber es ist so viel und es ist so offensichtlich, dass du das einfach auch nicht mehr verleugnen kannst und dass du nicht mehr sagen kannst, ey, da ist gar nichts so. Weißt du? Diese ganzen Schwänze da überall und diese Bilder, die da eingeblendet werden, die sind halt schon da. Und dann musst du dich halt fragen und dir selbst überlegen, so, warum sind die da bei Kinderfilmen? Warum? Die kleine Meerjungfrau. Es wird sehr versteckt ein dreckiges Bildchen vorn auf einem Bild dargestellt. Und niemand von euch wird es bemerken, bis euch jemand darauf hinweist und sagt, schaut euch das an. Und ihr schaut es euch an. Und auch während des Films. Hier könnt ihr eine Erektion beim Priester sehen. Unterschwellige Botschaften, die über den Bildschirm flimmern. Ein anderer Film, Die Schöne und das Biest. Das sowas sollte eigentlich gar nicht geben. Sowas sollte es eigentlich gar nicht geben, so eine jungen Leute so nah am Fernseher und da voll am Reinsuchten, weißt du? Das ist halt einfach nicht natürlich. Kind. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, diese Flimmerkiste da, die wurde nur produziert, um uns Mind zu kontrollen. Da könnt ihr mich jetzt gerne Schwurbler nennen, so, ne? Aber ich glaube, die gibt's nur für das Thema. Die wurden deswegen erfunden. Die mittels Fernsehen ruhig gestellt und damit manipuliert werden.
Wollt ihr, dass eure Kinder so freizügig aussehen, sich ein Beispiel an Disney nehmen und so enden? Nein. Immer geht es um Zauberei, meist böse Hexenkräfte, schwarze Magie und dunkle Wesen. Bruder, das ist mega, ich weiß nicht, was weißt du nicht? Willst du, dass deine, Bro? Figur. Dir das an, Digga, das sexualisiert sein Vater. Wer will das für seine Tochter? Die aussehen wie Prostituierte. Ich schwör's dir, ist so. Und das in Kinderfilmen? Und das Symbol des Teufels immer dabei. Leon, das stimmt nicht. Das ist nur eine Einbildung von euch. Ihr seid echt krasse Schwurbler. Geiler Typ, Digga. Ich küsse dein Herz, Bro. Wir sind tief drin, Majuz. Da macht dir mal keine Sorgen. Mach dir mal keine Sorgen. Aber wir sehen schon, das kannst du nicht mehr verleugnen. Geht nicht. Wie gesagt, es gibt teilweise Dinge, die werden überinterpretiert so mäßig, weißt du? Aber viele Sachen kannst du einfach nicht mehr verleugnen, geht nicht. Diese Mucke. Die Schöne und das Biest. Ein Tier, ein Mensch und eine Liebesgeschichte. Ein Hinweis auf Sodomie. Was ist Sodomie? Was ist Sodomie, Digga? Das verstehe ich jetzt nicht. Alle sexuelle motivierten Handlungen eines Menschen mit einem lebenden Tier. Ach du Scheiße, weg mit euch. Die Schöne und das Biest. Aber ist der Biest-Typ, ist das nicht ein Typ eigentlich, der dann zum Biest geworden ist oder irgendwie sowas? I don't know. Man kann es auch übertreiben. Ja, der ist ein bisschen übertrieben. Mein Name ist Jeff Warrick, ich bin Filmemacher und die Wahrheit ist, unterschwellige Botschaften sind real. Also die Wahrheit über unterschwellige Botschaften ist, dass seit den 50er Jahren die Werbetreibenden vehement versucht haben, uns auf einer unbewussten Ebene zu beeinflussen. Zum Beispiel, um bestimmte Produkte zu kaufen. Der Schlüssel, um uns durch diese Werbung Sachen zu verkaufen, wurde so gut verborgen, dass es wirklich sehr schwer und fast unmöglich. Bro, das ist crazy, Alter. Yo. Überall die Yarax, Bro. Aber Kinder sehen ja auch Mama und Papa, wenn sie sich küssen oder umarmen. Das ist ja eine Prägung, oder? Mama und Papa, wenn die sich küssen und umarmen, ist was anderes, als wenn die irgendwelche Schwänze in Filmen sehen oder irgendwelche, weißt du, halbnackten Bilder und so. Das ist sowas ganz anderes. Und vor allem, das passiert ja unterschwellig. Mama und Papa sehen die offensichtlich. Und wenn die zwei sehen, ist doch auch süß. Dann wissen die schon Bescheid und lassen sich davon prägen auf jeden Fall und suchen sich dann auch einen Partner und so. Ist doch was Schönes. Ist doch normal. Aber die sollten nicht noch tausend andere Menschen nackt sehen. Sex sells. Wenn du die Leute auf dieser Energie hältst, sind sie einfacher zu kontrollieren. Ja, safe. Vor allen Dingen, es sind auch schön die niedrigen Chakren, so weißt du. Wenn die ganze Zeit da unten am Start bist, so dann, ja, kommst du halt auch nicht darüber hinaus. Ich glaube, Angst und Sex nutzen die als größtes Kontrollmittel über die Nachrichten Angst und über den Rest Sexualität, Musik, Fernsehen, Filme, Serien etc. pp. Chakren in den Alter. Und los. Ist die Sachen dahinter zu erkennen. Unterschwellige Botschaften findet man überall, nicht nur in der Werbung, auch in Musik, Film, Fernsehen, in der Politik, in der Popkultur. Und man denkt, es hätte keinen Einfluss auf uns und man hätte die Wahl, dem zu entgehen. Aber warum wohl werden Billionen von Dollar dafür ausgegeben, wenn es nicht funktionieren soll? Wenn es nur um die Frage geht, ob unterschwellige Botschaften existieren, ich möchte es hier zeigen. Bruder, da ist unser Cousin. Ausgegeben, wenn es nicht funktionieren soll. Wenn es nur um die Frage geht. Habt ihr ihn gesehen? Admiral Richard Evelyn Byrd. US-amerikanischer Polarforscher und Konteradmiral im NBC-Interview vor einer flachen Erdekarte. Ja, Digga, Admiral Burton in Man, Alter. Du kannst keine runde Erdekarte machen, das geht doch nicht, ist doch zweidimensional. Mensch, Cousins, da übertreiben sie wieder ein bisschen. Da mischen sie jetzt hier noch die flache Erde mit rein, so, da wird das ganze Thema unseriös. Diese subliminalen Botschaften sind da.
Unterschwellige Botschaften existieren. Ich möchte es hier zeigen. Hier haben wir eine Zeitschrift-Werbeanzeige von London Dry Gin. Und wenn wir dabei genauer hinschauen, sehen wir die Buchstaben S-E-X. Hier ist ein neues Wendy's-Logo. Und die Nachricht, die sie hier versuchen zu vermitteln, ist ein Zuhause, Essen, frisches Essen. Und wenn wir das mal ausblenden, dann findet sich hier ein verstecktes Mom. Wie gute alte Hausmannskost. Hier haben wir eine traditionelle Packung Camel-Filter. Schauen wir ein wenig näher. Das ist ein Penis. Und die Werbetreibenden wissen genau, was sie dort tun. Es ist sehr spezifisch und nicht aus der Luft gegriffen. Ja, ja, das zieht uns an dann. Weißt du, wie ich meine? Wir fühlen uns dann dazu hingezogen. Warum auch immer. Ja, wegen Sexualität halt, ne? Ihr müsst halt überlegen, Sexualität ist im Endeffekt ist ja der Fortpflanzungstrieb, weißt du? Und wir sind eigentlich alle so programmiert, dass wir uns gerne fortpflanzen würden. Und deswegen wird das halt genutzt, damit wir uns zu Produkten hingezogen fühlen, weißt du? Und das nutzen die halt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, gerade bei Männern auch, mit dieser ganzen Sexindustrie, weißt du? OnlyFans auch und diese ganzen Sachen so. Da hat man halt jetzt ein richtiges Business draus gemacht, mit dieser Lust oder mit diesem Bedürfnis nach Fortpflanzung. Alles verwendet, um die Produkte zu verkaufen. So wird sogar über 1% mehr verkauft. Und wir reden hier von Summen von mehreren hunderttausenden Dollar. Mein Name ist Jeff Merrick, ich bin Filmemacher und die Wahrheit ist, das Verbreiten unterschwelliger Botschaften ist real. Sehr geehrte Zuschauer, ihr seid nun wieder bei uns. Erlaubt uns doch mal zu erzählen, was ihr hören, essen, sehen, anziehen. Welche Medikamente nehmen, wem vertrauen, was kaufen, wie sich zu benehmen, für was und wen ihr kämpfen sollt. Setzt auch gleich eure Kinder neben euch. Wir lieben Kinder. Überlasst uns doch ihre Erziehung. Niemand außer uns kann sie besser erziehen. Wer ist das, Digi? Vertraut uns. Entspannt euch. Schaltet euch aus und gebt uns die Möglichkeit, für euch zu denken. Tschüss. Krasses Video, ne? Krasses Video. Ich finde das crazy. Macht euch mal Gedanken darüber, so, weißt du, gerade wenn ihr Kinder habt und so, überlegt euch, was die sich reinziehen und was die so den ganzen Tag konsumieren und guckt auch selber bei euch, was ihr so konsumiert, von was ihr euch prägen lasst. Und ja, ich will einfach, dass die Menschen mehr Bewusstsein dafür bekommen und dann selber entscheiden, von was sie sich programmieren lassen und von was nicht halt so, weißt du. Und dazu musst du halt dir dessen erstmal bewusst werden und dann kannst du selber entscheiden, so, dann fängst du auch an, richtig hinzugucken. Ja, Mann, Alter. Passt auf eure Kids so, weil dass da was stattfindet und dass die in eine gewisse Richtung getrieben werden sollen, ist ein Fact. Aber wir haben immer noch die Macht zu entscheiden, von was wir uns programmieren lassen oder von was wir unsere Kids programmieren lassen. Und so, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang.